Hallöchen, ein Paket ist heute gekommen vom Yoshi. Anders geht es leider nicht, weil auf dem obersten Karton stand riesengroß meine Adresse. Also muss ich es so machen. Was mir als erstes entgegengesprungen ist, ist dieser Zettel hier. Da steht drauf, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Motor und Regler von der beigelegten Combo Toro SC ist vielleicht defekt. Viel Spaß mit dem Wagen. Ja, Dankeschön. Er hatte gesagt, er hat noch was beigepackt. Ich bin gespannt. Hier haben wir die Anleitung. Verpackt ist es schon mal top. Schnell ein Messerchen hier. Machen wir einfach mal hier. Pack das jetzt mal so aus und dann mache ich alles noch mal einzeln auf dem Tisch. Ja. Ich hoffe, das geht hier irgendwie. Tja, was ist da drin? Armor Grenade. Erzähle ich gleich noch mal die Story. Hier haben wir die Funke. Was mal weg, das gucken wir uns alles an. Was ist denn hier noch alles drin? Okay. Muss mal irgendwie Platz schaffen hier. Da haben sogar noch Batterien reingepackt. Coole Nummer. Shit. Moment. So. Karo. Ja, ein paar Kratzer, aber da haben wir das gute Stück. Ich freue mich. Und ein bisschen Kabel. So, ja, jetzt mache ich am besten erstmal einen Cut und dann stellen wir alles nochmal so hin und dann, ja, kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, da haben wir das gute Stück. Ja, nochmal zum. Ich hatte ja schon mal ein Unboxing gemacht von einem Armor Grenade. Ja, der war damals defekt. Der Regler war ab Werk schon defekt. Habe ich damals zurückgeschickt und habe dann die Antwort bekommen, dass der nicht mehr hergestellt wird und mir das Geld zurückerstattet wird. Und dann war es aus mit dem Armor. Deswegen bin ich jetzt richtig froh, dass ich den doch nochmal habe, weil es ist eigentlich ein recht geiles Auto. Ja, ihr seht hier, Servo fehlt. Der Servo ist im Eimer. Ist mir aber pup egal. Also neuen Servo rein und dann sollte das alles funktionieren. Hier fehlt die Abdeckung. Müssen wir gleich mal gucken, die ist bestimmt noch irgendwo dabei. Wir holen erstmal die ganzen anderen Pakete, die noch dabei waren. Herr Caro, das ist jetzt nebensächlich. Da war ja noch allerhand dabei. Versuchen wir jetzt mal alles wieder aufzumachen. Ah, oh, Kreppband, ich hasse es. Okay. Hier haben wir eine Tenshock-Programmierkarte und eine von Toro. Uah, jetzt habe ich Tenshock in der Hand. Bestimmt Ausschlag oder so. Was haben wir hier? Alles gut eingepackt, ey. Ein Lipo. Ah, okay, hier ist der Balancer. Ab. Das ist ein 2S 5000 mAh. Muss ich den Balancer mal neu dran löten, dann sollte das wieder funktionieren, denke ich. Ein Klebeband. Hat auf jeden Fall nicht gespart.
echt extrem viel. Dann haben wir den zweiten. Noch ein 5000er 2S. Also langsam platzt meine Lipo-Ecke auseinander. Aber egal. So, hier haben wir jetzt das ist geil, das ist cool. Ein Lipo-Wächter, also so ein Smart Guard für Lipos. So, was haben wir hier? Wenn es denn mal aufgeht hier. Dann haben wir hier einen Toro-Motor. 4600 kV. Mit Messingritzel. Aber das ist erstmal nebensächlich. Und hier haben wir den Regler dazu. Toro SC. Bin ich mal gespannt. Hier haben wir noch was. Hier wird jetzt hoffentlich die Abdeckung da sein. Wow. Ja, da ist die Abdeckung. Das Servo und da. Ah, hier liegen wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich das Servogetriebe hier. Ist wahrscheinlich hinne. Aber nicht schlimm, da kommt erstmal ein anderes rein. Ein Absima-Servo oder sowas. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, oder? Das sollte kein Problem sein. Hier sind noch ein paar Ersatzteile, Feinplug und sowas. Ein kurzer Cut. Da hat sich mal kurz das Stativ verabschiedet. Ach, das ist doch. Ja, was ihr im Hintergrund hört, das ist immer meine Katze, die spielt hier die ganze Zeit. So, hier haben wir noch ein Ladegerät. Das hat er mal auch noch mit reingepackt. Das sieht ziemlich neuwertig aus sogar. iPeak von DF Models. Coole Nummer. Da hat der Benny von German Aussie Playground schon Besitzanspruch beantragt. Ja, coole Nummer, ey. Joshua, riesen Dank. Echt coole Sache, ey. Ich glaube, die Tenshock Programmierkarte, die kriege ich auch. Da kenne ich auch schon jemanden, der da Interesse hat, bestimmt. Coole Nummer, der Regler probiere ich auf jeden Fall, auf der geht. Also, mal schauen, was da ist. Der Motor. Also der Motor sieht auf jeden Fall vollkommen okay aus. Ich denke mal, es liegt am Regler, aber da wirst du mir bestimmt nochmal schreiben nachher. Und mir sagen, was da ist. 2 bis 4S. Ja. Mal schauen. Lipo, ja, den werde ich nachher mal versuchen zu löten hier. Es war ein bisschen eng. Ist an einer dummen Stelle gebrochen. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, ich freue mich. Ich werde den Grenade jetzt mal zusammenbauen. Neues Servo rein und dann werde ich das Ding mal testen. Lipos, hier sind ja welche. Ich meine, ich habe ja auch noch genug. Ich habe auch einen 3S, der reinpasst. Tja, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Ich würde sagen, ja, ich baue den jetzt erstmal, wie gesagt, zusammen und dann das Ergebnis seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ton, dass ihr euch nur aufs Bild konzentrieren könnt, weil der Ton ist vergleichbar bei den zwei Cams, also bei der Sony und bei der GoPro, nimmt sich nicht viel, die Mikros sind bei beiden Cams top, wie gesagt,